Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Locht von Monkey Island. Der vierte Teil steht an und wir schlagen uns da mal ein bisschen mit der Steuerung und glaube ich aber doch sehr schönen Adventure herum, zumindest so wie ich es noch in Erinnerung habe. Gut, auf zur Scamba. Wo war die denn nochmal? Mobilienschild. Verkauft. Ah, toll. Ich will eigentlich nicht raus. Ah. Interessant. Na, ihr beiden? Ich könnte schwören, dass ich diese Piraten schon mal gesehen habe. Okay. Ahoi, meine seefahrenden Habenichtse. Ah! Oh, tut mir leid. Oh! Du, hast uns erschreckt. Ja, genau. Ich zittere noch. Ihr kommt mir schrecklich bekannt vor. Oh, wir haben ziemliche Einheitsvisagen, nicht wahr? Oh, sicher. Hier kannst du keinen toten Fisch werfen, ohne jemanden zu treffen, der aussieht wie wir. Haben wir uns nicht im letzten Sommer auf Fat Island getroffen? Wir waren noch nie auf Fat Island. Und vor allem nicht im Sommer. Seid ihr sicher, dass wir uns nicht schon mal begegnet sind? Hör auf damit, Threepwood. Hey, woher kennst du meinen Namen? Wer kennt hier nicht den Namen von Guybrush Threepwood, dem mächtigen Piraten? Stimmt, aber trotzdem kommt ihr mir bekannt vor. Sind wir nicht mal gemeinsam nach Monkey Island gesegelt? Kann ich mir nicht vorstellen. Carla, der böse Mann soll aufhören. Er will wieder nach Monkey Island segeln. Carla? Wer? Ihr könnt mich nicht täuschen. Du bist Carla, die Schwertmeisterin von Mealy Island. Und du, Otis. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Gib's auf, Otis. Der Knallkopf hat uns erkannt. Ich wusste es. Ihr seid zwei Drittel meiner alten Monkey Island Crew. Du meinst die Crew, die du auf Monkey Island zurückgelassen hast. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, von Monkey Island wegzukommen? Nein, wie schwer ist denn die Flucht von Monkey Island? Nun... wirklich ziemlich schwer. Ja, genau. Die Erfahrung war ein Albtraum für uns. Wir träumen noch heute davon. Oh, das tut mir leid. Gut so. Aber von deinen Entschuldigungen wird der Narwal auch nicht satt, alter Angeber. Na gut. Was treibt ihr Halsabschneider denn so? Wo soll ich anfangen? Und was hast du die ganze Zeit gemacht, Carla? Du meinst, nachdem ich endlich von Monkey Island entkommen war? Du wirst mir das wohl nie verzeihen, was? Nicht in diesem Leben. Na egal. Ich habe mich in den letzten Jahren hier auf Mealy Island wieder als Schwertmeister etabliert. Das klingt ziemlich einträglich. Oh, das war es. Bis dieser Australier hier auftauchte. Ein Australier? Ein schmieriger Immobilienmakler. Er hat mich zu einer Runde Beleidigungsfechten herausgefordert und mich dazu gebracht, mein Haus zu setzen. Es ging alles so schnell. Und jetzt ziehe ich durch die Straßen von Mealy und schlage mich mit Beleidigungsfechtkämpfen durch. Wie traurig. Wie sieht's mit dir aus, Otis? Was hast du in den letzten Jahren so getrieben? Nun, nach meiner Flucht von Monkey Island bin ich nach Mealy Island gesegelt. Schließlich wollte ich in meinen alten Beruf zurück. Taschendiebstahl? Ich würde es eher als proaktive Umverteilung von Wohlstand bezeichnen. Unglücklicherweise bin ich dank der Demütigungen, die ich auf Monkey Island erleiden musste, derart zittrig, dass ich weder ein Schloss knacken noch einen Passanten bestehlen kann, ohne wie ein aufgeblähtes Nilpferd herumzulärmen. Eine interessante Vorstellung. Und wovon lebst du? Von der Bettelei, Klugschwätzer. Du glaubst nicht, wie viele Menschen dafür bezahlen, die Geschichte von den unschuldigen Piraten, die von ihrem idiotischen Kapitän betrogen wurden, zu hören. Okay. Ich glaube, wir kommen da nicht so gut weg bei dieser Geschichte. Aber schön, euch mal wiederzusehen, nach langer, langer Zeit. Und witzig auch voll mit dem Name-Drop, die Flucht von Monkey Island. Roll Credits. Was ist eigentlich aus Kapitän Smith, dem Fechtlehrer, geworden? Er hat sein Haus an einen ausländischen Investor verhökert. Allerdings nicht freiwillig. Der Investor hat ihn zu einer Runde Beleidigungs-Scrabble herausgefordert und ihn geschlagen. Smirk war derartig von den Socken, dass er ihm auf der Stelle sein Haus überschrieben und Mealy mit dem nächsten Schoner verlassen hat. Die gleiche Geschichte ist auf Mealy Island über ein Dutzend Mal passiert. Dieser schleimige Investor spaziert einfach in das Haus oder in den Laden eines ehrbaren Piraten und fordert ihn zu einer Partie Beleidigungs-irgendwas auf. Dann demütigt er seinen Gegenspieler derart, dass dieser seiner feindlichen Übernahme zustimmt. Sieh dich um.
Überall hängen Verkaufsschilder. Das ist auch schon aufgefallen. Wo ist das dritte Mitglied meiner alten Crew? Du meinst Meathook? Tja, gute Frage. Nachdem wir Monkey Island endlich verlassen hatten, sagt er dem Piratenleben Lebewohl und widmete sich seiner wahren Leidenschaft. Dem Saufen? Der Malerei. Malerei? Aber der Kerl hat doch keine Hände. Das haben wir auch gesagt. Diese Geschichten sind zu deprimierend. Sprechen wir über was anderes. Wenn's sein muss. Wollt ihr nicht bei mir anheuern? Der alten Zeiten willen? Guybrush, sieh dir Otis genau an. Affen, Affen, überall sind Affen. Das ist mit ihm passiert, als wir das letzte Mal bei dir angeheuert haben. Also was im Namen von Blackbeards Schuppen sollte uns dazu bringen, dich auf ein neues, idiotisches Abenteuer zu begleiten? Nun, zum Beispiel ein niegelnagelneues Auto. Was? Tut mir leid, ich war kurz abgelenkt. Nun, zum Beispiel Schätze. Bootsladungen mit Schätzen. Wir warten immer noch auf den Schatz, den du uns das letzte Mal versprochen hast. Oh, ja. Nun, zum Beispiel einige wunderbare Kleinode von Booty Island. Ja, ja, alles klar. Jeder hier weiß, dass ein mysteriöser Investor aus dem Ausland ganz Booty Island aufgekauft hat. Nun, zum Beispiel laue Regierungsjobs. Das klingt interessant. Carla, was machst du da? An welche Art von lauen Regierungsjobs hattest du denn gedacht? Tja, Jobs mit einem dreimal so hohen Gehalt wie in der Privatwirtschaft. Niemand überprüft eure Arbeit. Und natürlich seid ihr unkündbar. Hört gar nicht hin, Carla. Er will uns nur wieder nach Monkey Island locken. Wir wollen Verträge, versteht sich. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich treffe euch dann am Hafen. Nur wenn wir dich nicht kommen sehen. Oh. Sehr gut, wir haben Leute für unsere Crew. Glaube ich, war das das Rathaus? Boah, ich weiß es echt nicht mehr. Ja, genau, Rathaus. Da will ich erstmal tatsächlich noch nicht hin. Ja, ehrlich gesagt, hier war ich noch nie. Ich weiß nicht mal, ob ich wahlberechtigt bin. Ja, wahrscheinlich nicht. Da haben wir doch die Scamba. Die nochmal anschauen vorher? Ja, können wir. Die Scamba. Ihr lungert das übelste Gesinde der Welt herum und knallt sich die Birne voll. Finde ich gut, müsste ich auch mal wieder machen. Na, ihr? So, was haben wir denn eigentlich hier Schönes? Eine Flasche, sehr gut. Halb voll. Oder vielleicht halb leer. Wer wird denn hier so pessimistisch sein, Guybrush? Oh, ein Geburtstagspirat, wie schön. Red ich mal bitte darüber. So, Brezel und Ballon. Oh, Brezel wäre vielleicht schon was zu essen. Da steht Happy Birthday. Sieh mal an. Kuh, du Brezel. Lecker, lecker. Hi ho, alter Schwede. Was gibt's Neues? Bitte was? Noch irgendwelche brandheißen Neuigkeiten? Ballsack! Cool, und? Noch irgendwelche brandheißen Neuigkeiten? Ja, nicht so. Hättest du Lust, mich als Mitglied meiner Crew auf eine gefährliche Abenteuerreise zu begleiten? Wir suchen auf den sieben Meeren nach versunkenen Schätzen. Das heißt wohl nein. Was trinkst du da? Sag mal, könnte ich deine Brezeln haben? Du siehst sehr beschäftigt aus. Ich gehe dann mal. Sag deiner Leber einen schönen Gruß, alter Saufbeutel. Alles klar. So, dann holen wir uns mal ein paar Brezeln, oder? Hi, Vater Frodaft. Vermutlich mag er es nicht, wenn jemand seine Geburtstagsbrezeln mitgehen lässt. Scheint so, ja. Hm.
Na du? Hi ho, alter Seeräuber. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Wie heißen Sie? Käse, Ignatius Käse. Hätten Sie Lust, sich meiner mächtigen Piratencrew anzuschließen, Mr. Käse? Und was beim Klabautermann wäre meine Aufgabe in dieser mächtigen Piratencrew? Sie würden einer Horde blutrünstiger Piraten dabei helfen, ein kleines Fischerdorf zu plündern. Ah, das klingt nicht besonders männlich. Jede Piratenbraut kann heutzutage ein wehrloses Fischerdorf ausräuchern. Sind Sie sicher, dass Sie sich meiner Crew nicht anschließen möchten? Ah, ich weiß nicht. Was hätte ich denn an Bord zu tun? Wir haben ja noch hier. Sie würden mit einer Horde von Kretans nach Lucre Island segeln, um sich dort mit den Anwälten meiner Frau zu treffen. Na, das hört sich nach einer angemessenen Aufgabe für einen mächtigen Navigator wie mich an. Wirklich? Ei, ei. Gewässer am Lucre Island sind sehr tückisch. Nur ein erfahrener Seemann kann sie durchfahren. Die Herausforderung würde mich wirklich reizen. Aber... Aber was? Ich kann nicht. Warum nicht? Hat sie jemand auf diesem Stuhl festgekleistert? Ja. Nun, da Sie es erwähnen, ja. Aber das ist nicht der Grund, warum ich nicht mitkommen kann, Mr. Superschlau. Gut, warum dann? Weil ich meine Bar nicht so lange allein lassen kann. Man würde sie mir unter dem Hintern wegstehlen. Sie sind der Eigentümer der Scambar? Ei, ei, das bin ich. Wieso befürchten Sie, dass die Scambar gestohlen werden könnte? Nun, es ist so. Ich muss eine feindliche Übernahme meines Ladens durch einen australischen Immobilienhai abwehren. Bitte? Sind Sie taub? Ein schmieriger Australier möchte sich meine Bar unter den Nagel reißen. Mit Pistolen, Schwertern und Kanonen? Schlimmer. Mit Beleidigungen, Sticheleien und Spott. Ich musste mein ganzes Können im Beleidigungsarmdrücken ausspielen, um den Kerl auszubremsen. Mann, wenn nicht gerade meine Frau für tot erklärt worden wäre, würde ich sagen, dass das die abgefahrenste Geschichte ist, die ich in dieser Woche gehört habe. Okay, Moment mal, Ihr Name ist wirklich Käse? Ei, ei. Käse? Ei, ei. Wahrscheinlich mit Sie nur verheiratet, würde ich fast mal sagen. Tut mir leid, aber Ihr Name ist einfach zu absurd. Wenn Sie das sagen, Mr. Threepwood. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass der Name Threepwood eine lange und noble Geschichte hat. So wie mein Name. Ich würde zu gern mehr über die lange und edle Geschichte der Käsefamilie erfahren. Ei, ei, spitzen Sie mal die Ohren. Wenn man über meine Familie spricht, muss man natürlich bei meinem Urgroßvater beginnen, der einen mobilen Reparaturdienst für Kutschräder gründete. Wie hieß Ihr Urgroßvater? Haben Sie etwa noch nie etwas von Adeakemus Käse gehört? In meinem Beruf fährt man selten mit Kutschen. Tut mir leid. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Familie. Nun, da wäre noch mein Großonkel. Wodurch wurde der berühmt? Er ist ein staatlich anerkannter Heiliger, der in jedem Konflikt absolut neutral bleibt. Lassen Sie mich raten, heißt der Schweizer? Ah, Sie kennen ihn also. Der Schweizer Käse, okay. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Familie. Mein Bruder macht sich auch gerade einen Namen. Wirklich? Als was? Er reitet als Indianerhäuptling durch die Gegend. Lassen Sie mich überlegen. Brie? Hey, Sie kennen sich aus. Pierre Brice war, glaube ich, oder Pierre Brie war, oder wie hieß der? Pierre Brice war, glaube ich, der halt Winnetou erfunden hat, oder? Oder nee, das war der Kollege? Ich hab's echt. Ja, irgendwas mit Winnetou war das, glaube ich. Nee, Karl May war ja Winnetou. Sorry. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Familie. Meine Urgroßtante war unglaublich hässlich. Wie hässlich? Tja, so hässlich, dass alle Männer, die sie ansahen, sofort zu Stein erstarrten. Moment. Tut mir leid, ich muss passen. Keine Sorge. Nur wenige Menschen erinnern sich heute noch an Gorgonzola-Käse. Ich glaube, ich habe jetzt genug Käse gehört. Nee, also sorry, Karl May hat Winnetou erfunden, so rum war's. Wie war denn das mit Pierre Brie? Oder war das der Begleiter von Winnetou?
Naja gut, wie sieht's mit den Beleidigungsarmdrücken aus? Beleidigungsarmdrücken? Ei, ei, als sie weg waren, setzte sich das Beleidigungsfechten-Paradigma auch bei anderen Freizeitaktivitäten der Piraten durch. Paradigma? Tja, heutzutage können sie nicht mal eine Partie Schach spielen, ohne ein knackiges Bonmot vom Stapel zu lassen. Ich glaube, ich habe in einer Essensschlacht mal so ein Bonmot geworfen. Eine besondere Spezialität ist das Beleidigungsarmdrücken. Damit konnte ich bisher jeden Versuch einer feindlichen Übernahme abwehren. Okay. War nett, mit Ihnen zu plaudern, aber ich muss mich jetzt um einen Affen kümmern. Ja. Schauen wir uns dann mal an. So, dann würde ich gerade mal mit den beiden Dartspielern noch kurz reden. Ahoi, Kameraden. Verpiss dich, Trockenrasierer. Ja, siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Ihr steht in einer Kneipe und spielt Darts. Was nennt ihr beschäftigt? Hör zu, Schlaumeier. Es geht hier um die nationale Dartmeisterschaft von Mealy Island. Ja, und wenn du nicht gut genug bist, um mitzumachen... Was du zweifellos nicht bist... ...solltest du ganz, ganz schnell verschwinden, alte Nervensäge. Okay. Beleidigungsstadt wäre auch eine Idee, genau. Aber sie haben tatsächlich noch ein paar bekannte Synchronsprecher hier genommen. Von dem großen Dartspieler, die Stimme kenne ich. Ich bin ein echter Dartfreak. Echt? Damals in der Grundschule nannten mich alle den Dartmeister. Es klang auf jeden Fall so ähnlich. Also, kann ich jetzt mitspielen? Nein! Toll. Warum sind um die Dartscheibe herum so viele Löcher in der Wand? Die sind, von anderen Spielern. Genau. Wir werfen nie daneben. Raus hier. Nein, wirklich. Sag eine Zahl, er trifft sie. Ja gut, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber, du bist ja eine Zahl, oder? Ich wette, dass du den Ballon dort drüben nicht triffst. Hier passiert gar nichts. Ups. Beeindruckend. Okay, cool. Sehr schön. Hättet ihr Lust, auf meiner Schaluppe anzuheuern? Liebend gern. Aber wenn ich die Meisterschaft von Millie gewonnen habe, muss ich mir zuerst noch den Titel der Drei-Insel-Darts-Trophy holen. Dann kannst du ja getrost anheuern, weil nämlich ich die Millie-Meisterschaft gewinnen werde. Ha, das glaubst du, Kumpel. Ich weiß es, Spatzenhirn. Wer gewinnt? Im Moment steht es unentschieden. Ja, ich werde dann mal gehen. Bist du immer noch da? Ja, ja, ich bin doch schon unterwegs. Mach doch mal keinen Stress hier. So. Ich hoffe, du bist jetzt endgültig eingeschlafen. Ich denke, er braucht sie nicht mehr. Genau. So, sehr lecker. Gut, dann würde ich mal gerade mal schauen, ob wir uns... Ich glaube, hier beim Barmann so konnten wir uns noch mal umschauen. Der gesellige, aber schrecklich vernarbte Barkeeper. Na, immerhin. Der menschliche Körper ist einfach anmutig. Meistens. ja. Ich grüße den Meister des Grogs. Was kann ich für Sie tun, Mr. Marley? Threepwood. Ach ja? Entschuldigung, Mr. Threepwood. Hier ist es stiller als in einer Gruft? Ist das keine schreiende Ungerechtigkeit? Das geht nun schon so, seit dieser Australier in der Stadt ist. Ein Australier? Ei, ein skurriler australischer Immobilienhai, der mit drastischen Methoden ganz Mealy Island aufkauft. Die Hälfte meiner Stammkunden hat dieser nichtsnutzige Schuft schon von der Insel vertrieben. Wow.
Wissen Sie noch mehr über diesen Australier? Hm. Nicht wirklich. Ich würde ihm aber gern mal meine Meinung sagen. Ah, vielleicht kommst du noch dazu. Hätten Sie Lust, mich und meine Crew furchtloser Piraten auf eine gefährliche Reise zu begleiten? Oh, klingt nach jeder Menge Spaß. Toll. Aber ich muss zuerst mit meinem Boss sprechen. Hey, Boss! Was? Kann ich ein paar Tage Urlaub haben? Ich würde Mr. Shreepwood gerne auf eine gefährliche Reise begleiten. Hast du deinen grogvernebelten Verstand verloren? Nein! Ich fürchte, ich kann nicht. Verdammt. Ach, Mann. Ich hätte gern noch eine Portion Brezel. Tut mir leid. Essen Sie erstmal die alten. Aber ich will mehr. Schluss mit dem Gejammer. Ach, Mann. Nichts darf man hier. Ein Grog, Barmann. Lieben gern. Aber nur gegen einen Ausweis. Ausweis? Ich werde Ihnen meinen verdammten Ausweis nicht zeigen. Dann wird auch nichts aus dem Grog. Hey, ich brauche wirklich einen Grog. Und ich einen Ausweis. Seit wann braucht man in Grogbars einen Ausweis? Seit skrupellose australische Geschäftemacher versuchen, uns die Grog-Lizenz zu entziehen. Verdammt. Hey, ich brauche wirklich einen Grog. Und ich einen Ausweis. Nichts darf man hier. Ich hab ihn in meiner anderen Hose. Tja, dann sollten Sie schleunigst die Hose wechseln, wenn Sie einen Grog wollen. Aber diese Hose ist bequemer. Tja, dann kein Grog. Toll. Ja, ich glaube mit 14, Hey, ich brauche wirklich einen Grog. Und ich einen Ausweis. Wahrscheinlich ja. Was? Sehe ich etwa nicht aus wie 14? Ehrlich gesagt, Sie sehen aus wie 15. Aber wir prüfen jeden, der jünger als 23 aussieht. Sicher ist sicher. Aber willst du es mal schon ab 14 hier Grog trinken kann? Ich stecke in Schwierigkeiten. Wieder wehren? Die Regierung versucht, mein Haus zu zerstören. Tja, das ist eine Schande, Mr. Shreepwood. Ja, wenn jemand mein Haus abreißt, dann bin ich das. Ich habe noch keine Crew, um nach Lucre Island zu segeln. Hm. Mit etwas Glück lungern vor der Bar einige Piraten herum, die liebend gern bei Ihnen anheuern würden. Ja, ja. Ich brauche ein Schiff, das mich nach Lucre Island bringt. Dann würde ich mich an die kommunale Hafenmeisterei von Mealy Island wenden. Arbeitet Stan immer noch dort? Oh, nein, nein. Heute schmeißt die Hafenmeisterin den Laden. Hafenmeisterin? Ei, die nimmt den Job sehr genau. Obwohl, sie hat auch ihre guten Seiten. Wenn ihre zarte Seite so aussieht wie das Bild hinter dir, möchte ich sie gar nicht sehen. Okay. Ich hasse es, wenn ich mich so jammern höre. Ich auch, Kumpel. Ja. Na gut, dann gehen wir mal. Ich muss gehen. Lassen Sie sich nicht aufhalten. Ach was. Gut, dann versuchen wir vielleicht in der nächsten Runde nochmal mit Mr. Käse hier zu reden. Vielleicht kriegen wir ihn dazu, dass er unserer Crew beitritt. Wäre doch mal das Beste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.